Auf dem Zeichenbrett entsteht, was in Zukunft richtungsweisend in der Agrartechnik sein wird. Hochqualifizierte Mitarbeiter legen die Grundlage dafür, dass FIM-Traktoren und Geräteträger auf technischem Gebiet die berühmte Nasenlänge voraus sind. In einem Forschungs- und Entwicklungszentrum, das zu den modernsten in Europa gehört, testet Fendt die auf dem Reißbrett entstandenen Konstruktionen auf Herz und Nieren und betreibt landtechnische Grundlagenforschung. Dieses Forschungs- und Entwicklungszentrum findet in der Fachwelt große Beachtung. Zu den wichtigsten Bauteilen des Traktors gehört das Wechselgetriebe. Auf diesem Prüfstand können alle Einsatzbedingungen simuliert werden. In kürzester Zeit können Erkenntnisse gewonnen werden, für die jahrelange Praxiseinsätze notwendig wären. Unbestechliche Messprotokolle informieren über die Vorzüge und die Eigenschaften einer Getriebekonstruktion. Die von einem Elektromotor in das Getriebe eingeleitete Kraft wird von einem weiteren Motor an den Hinterrädern abgebremst. Mit diesem regelbaren Bremsmotor lässt sich die Belastung an den Hinterrädern beliebig simulieren. Die durch das Bremsen frei werdende Energie wird wieder in das Stromnetz eingespeist. Die Wellendichtungsringe gehören zu den hochbeanspruchten Bauteilen eines Traktors. Ihre Haltbarkeit unter extremen Bedingungen wird hier im Schlammbad getestet. Ein mit Plexiglas abgedecktes Getriebe ermöglicht Aufschlüsse über die Ölverteilung und den Ölkreislauf. Die richtige Ölversorgung der Zahnräder, Wellen und Lager unter allen Betriebsbedingungen ist sehr wichtig für die Lebensdauer des Getriebes. Hochmoderne Motorenprüfstände garantieren für objektive Informationen. Bei den Prüfstandsläufen werden Leistung, Drehmomentverhalten, Kraftstoffverbrauch und Abgasverhalten optimiert. Auch dieser Prüfstand lässt sich von außen bedienen und kann sogar vollautomatisch betrieben werden. Bevor ein neuer Motor für einen Traktor freigegeben wird, muss er auf diesem Motorenprüfstand seine Qualität unter Beweis stellen. Nur hochwertige Motoren halten den harten FEM-Testmethoden stand und werden anschließend für die Serienproduktion freigegeben. Am Prüfstand gewonnene Erkenntnisse über die Dauerhaltbarkeit der Hydraulik-Hubzylinder, der Steuerventile und der gesamten Regelhydraulik bei maximaler Belastung garantieren Sicherheit bei der Dimensionierung der Aggregate und damit lange Lebensdauer. Material- und Belastungstests bis zum Zerreißen sind bei einer Neukonstruktion selbstverständlich. Auf diesem Rüttelprüfstand werden die Achsschenkel im Dauertest härtesten Beanspruchungen unterzogen. Auch die Kabine wird auf dem Rüttelprüfstand extremen Stößen und Schwingungsbelastungen ausgesetzt. Nur wenn Schweißverbindungen, Verstrebungen und Gummilager diesen Test zur Zufriedenheit kritischer Prüfingenieure bestehen, kann die Serienfertigung beginnen. Die FEM-Ingenieure sprechen vom Marterpfahl, an dem die Haltbarkeit der Kupplung und der Antriebseinheiten bei Stoßbelastungen getestet werden. Der angekettete Schlepper läuft mit Vollgas. Eine automatische Einrichtung kuppelt in vorgegebenen Abständen ein und bringt den Schlepper zum Aufbäumen und den Motor fast zum Abwürgen. Modernste Konstruktionsmethoden mit Hilfe zeitgemäßer Technik sind ebenso Garanten fortschrittlicher Konstruktionen wie langjährige, hochqualifizierte Mitarbeiter. Mit der Spannungsoptik lassen sich Größe und Spannungsrichtungen sichtbar machen, die unter Belastung am Material auftreten. Hier erfolgt die Montage der Prototypen und Nullserien im Rahmen einer Neuentwicklung.
Die Prüfstandsergebnisse werden durch Praxiserprobungen ergänzt. Der Messwagen, ausgestattet mit modernem elektronischen Gerät, liefert die zur Konstruktion und Serienfertigung notwendigen Daten. 40% der gesamten Einsatzzeit eines Traktors entfallen auf Transportarbeit und Straßenfahrten. Deshalb wird das Fahrverhalten, die Bremsenabstimmung und die Lenkcharakteristik hier im Straßeneinsatz festgelegt. Auf diesem Rundkurs, einzigartig in Europa, absolvieren Traktoren komplette Testprogramme. Aufschlüsse über Schwingungsverhalten auch mit Anbaugeräten, Einflüsse von Fahrbahnunebenheiten und Kurvenverhalten werden ermittelt. Bremsprüfungen und Schallmessungen lassen sich ebenfalls auf dieser Teststrecke durchführen. Als modernes Unternehmen verfügt Fendt bereits seit 1958 über eine Datenverarbeitungsanlage, die stets dem neuesten Stand der Technik angepasst wird. In diesem Rechenzentrum werden kaufmännische und komplizierte technische Aufgaben wirtschaftlich in kürzester Zeit erfolgreich gelöst. Die ETV-Anlage rechnet, sortiert und tabelliert wichtigste Betriebsdaten und hält diese auf Magnetplatten und Bändern mit vielen Millionen Einheiten Speicherkapazität fest. Über Bildschirme haben die einzelnen Abteilungen schnellen und direkten Zugriff zu den Computerdaten. Über 1200 Vertriebspartner in der Bundesrepublik Deutschland garantieren dafür, dass Fendt-Fabrikate auch nach dem Kauf beispielhaft gut betreut werden. Fendt-Traktoren und Geräteträger werden auf allen Kontinenten eingesetzt. In einem modernen Schulungs- und Informationszentrum wird qualifiziertes Wissen für optimalen Service und kostengünstige Reparaturen vermittelt. Als renommiertes Fabrikat legt Fendt größten Wert auf schnelle und kostengünstige Ersatzteilversorgung. Neben dem Hauptlager in Marktoberdorf wird der norddeutsche Raum durch ein Zentralersatzteillager in Kassel bedient. Die Fendt Originalersatzteile garantieren Sicherheit und erhalten den hohen Gebrauchsnutzen der Fendt-Fabrikate. Bis 16 Uhr eingehende Aufträge werden mit modernsten elektronischen Hilfsmitteln bearbeitet und noch am gleichen Tag aus dem Lager entnommen und zum Versand gebracht. Im Rahmen von Großvorführungen bietet Fendt den Landwirten die Möglichkeit, sich von der Leistungsfähigkeit der Fendt Agrartechnik zu überzeugen. Die Farmer-Traktoren gehören zu den meistverkauften Fendt-Schleppermodellen. Die exklusive Turbomatik, das vollsynchronisierte Feinstufengetriebe und die sehr sparsamen Motoren zeichnen Fendt-Farmer-Traktoren aus. Mit dem Fendt-Geräteträgersystem und seinen Geräten, von der Saat bis zur Ernte, lassen sich höhere Leistungen als mit einem Standardschlepper erzielen. Die Favorit LS Großtraktoren verfügen über einen beachtlichen technischen Vorsprung. Sie repräsentieren die Summe der Erfahrungen, die Fendt als renommiertes Fabrikat besitzt.